Hallo Freunde, einen schönen guten Tag. Wir haben heute, was haben wir denn? Den 5. Mai 2023. Tja, im Jahre des Herrn. Nun habe ich fast einen ganzen Monat lang kein Video mehr für euch gemacht. Ja, um Gottes Willen, ich hoffe, es gibt nicht einige unter euch, die schon Entzugserscheinungen haben. Andere dachten vielleicht, oh gut, der alte Buchheimer, der ist schon in die Kiste gesprungen. Nein, stimmt auch nicht. Ich erfreue mich noch eigenermaßen einer guten Gesundheit. Ja, nee, es ist etwas anderes. Im Tabakbereich läuft eigentlich jetzt alles. Die Pflänzchen wachsen halt eben. Ich war, die kommen erst so Mitte Mai bei mir ins Freiland raus. Dann haben sie 5 Monate Zeit, der Tabak zu wachsen. In Sachen Solaranlagen funktioniert auch bei mir alles und mit warmem Wasser habe ich auch meine Anlage etwas umgestellt. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Halt eben. Im Prinzip gibt es eigentlich nichts Neues bzw. Wichtiges, was ich euch nicht auch schon verklickert habe. Halt eben, ne? Nein, der Grund, warum ich mich jetzt fast einen Monat nicht gemeldet habe und warum ich mich in nächster Zeit auch etwas weniger melden werde, ist die, ich schreibe an einem neuen Buch. Naja, wie gesagt, ich will ein neues Buch schreiben. Habe ich mir vorgenommen. Ihr wisst ja, dieses Buch hier, 180 Seiten, 30 Themenberichte, wie man Geld spart, wie man Krisen bewältigt, hervorsehen kann, wie wir vom Staat beschissen werden, wo die zukünftigen Gefahren für jeden von uns im Einzelnen, im normalen, durchschnittlich täglichen Leben liegen. Habt ihr ja mittlerweile, viele von euch haben ja dieses Buch schon. Ich halte meine Kamera. Ja, habe ich mir überlegt, was kann ich euch denn noch beibringen halt eben. Ne? Ja, okay, ich habe ungefähr 10 verschiedene Berufe in meinem Leben gelernt. Ich habe ungefähr ein Drittel dieser Erde gesehen oder Länder besucht, außer Amerika und Australien. Da war ich nicht, Grönland übrigens auch nicht, da ist mir zu kalt. Jawohl, ja, überhaupt mag ich Skandinavien nicht. Nicht, weil es kein schönes Land ist, sondern einfach immer kalt. Ja, ich mag keine Kälte. Okay, wie gesagt, ich habe lange überlegt halt eben, nicht wahr? Womit kann ich denn die Welt beglücken halt eben? Wo ist denn mein Erfahrungsschatz eigentlich am größten? Und da dachte ich mir, naja, Herr Gott, nochmal, warum schreibst du nicht ein Buch, wie man ein Buch schreibt? Ja, meine, viele Menschen wollen ein Buch schreiben über sich, über ihr Leben oder über Erfahrung, über Urlaubsreise oder über ihr Auto, über die Familie oder irgendwas. Es gibt ja, na, man würde sagen, 1000 verschiedene Themen halt eben. Nur ist es natürlich so, man muss auch wissen, womit erreicht man ein Buch halt eben, wie hoch ist die Zielgruppe und wie viel Interessantes oder Neues oder Notwendiges kann man jemandem vermitteln halt eben. Ne? Ja, und da dachte ich mir, Mensch, meinen ersten Artikel schrieb ich 1984 für die Zeitschrift, wie hieß sie damals noch, Drive-In. Dann später habe ich dann dieses Buch geschrieben, Ladendiebstahl ist Milliardengeschäft. Dann war da mal etwas anderes, wo ich ein kleines Prospekt gemacht habe, beziehungsweise ein kleines Mini-Büchlein halt eben, nicht wahr? Begründet meine eine Ich-AG. Dann hatte ich in Augsburg ja bei Augsburg ja mal eine Zeitung gegründet. Prima. Ja. Dann später hatte ich in Bad Lausick hier eine Zeitung gegründet, die eigentlich relativ erfolgreich war, mit immerhin zuletzt, glaube ich, 26, 27 Verkaufsstellen in insgesamt 4 Städten und 5 oder 6 Dörfern verteilt halt eben. Dann hatte ich ein Buch 2008 rausgebracht und dann dieses neue Buch, was ich jetzt ja geschrieben habe, 2018 mit der dritten Auflage Erweiterung von 2021. Gut, das ist jetzt alles alter Käse halt eben. Ich dachte mir, ich will jetzt mal was Neues schreiben. Und zwar schreibe ich, wie man ein Buch schreibt, was man alles beachten muss. Und, was viel wichtiger ist, wie man eine Regionalzeitung oder eine Stadtzeitung gründet. Was man da alles zu beachten hat und was dort alles wichtig ist. Das Ganze ist teilweise aus dem Erfahrungsbereich von mir geschrieben, teilweise auch aus dem gesetzlichen Kontext halt eben, was alles erlaubt ist, nicht erlaubt ist und so weiter halt eben. Einfach ein komplettes Informationsbuch,
was dafür ist, dass wenn jemand zum Beispiel, sagen wir mal, sagt, er ist Rentner, aber noch fit beieinander, aber er will auch nicht mehr irgendwie schwer auf die Arbeit gehen und so weiter, warum keine Stadtzeitung machen? Richtig, weil diese großen Zeitungen, die haben keine Zeit mehr für euch kleinen Leute auf den kleinen Städten halt eben. Die bringen nur noch diese Meldungen, mehr oder weniger, ich weiß, diese von dpa und Reuters und wie die ganzen Agenturen heißen, vorgesetzt bekommen. Ihr wisst ja, wenn ihr heute 10 Zeitungen kauft, stehen in 9 fast wortgleich immer dasselbe drin. Aber was bei euch in der Kommune passiert oder in der kleinen Stadt passiert, nicht wahr, das interessiert wenig. Da holen sich die Reporter nur noch den Sportbericht heraus, dann holen sie von der Polizei die Meldung raus und dass sie mal jemand rausschicken halt eben, nicht wahr, der mit den Leuten spricht, das ist schon fast gar nicht mehr möglich. Wenn es hochkommt, besucht noch so ein Journalist noch mal ab und zu eine Stadtratssitzung und dann ist er auch nicht mehr gesehen halt eben. Ne? So, und das kann man mit einer kleinen Stadtzeitung oder Regionalzeitung ändern halt eben. Das ist eine Marktlücke, wo man nicht reich wird, aber wo man durchaus ein bisschen Geld verdienen kann und sich auch austoben kann. Sowas ist natürlich nicht geeignet für Leute, die bloß irgendwie andere Leute auf den Geist gehen wollen oder in die Pfanne hauen wollen, sondern man muss da schon ein bisschen ehrlich und anständig und neutral sein. Und ein gewisses Vorwissen muss man schon haben. Und dieses Vorwissen will ich euch in meinem neuen Buch vermitteln. Nicht nur euch hier jetzt, die mir zuschauen, sondern insgesamt halt eben. Ich schätze, dass dieses Buch ungefähr noch so 2 Monate braucht, bis ich es fertig habe. Dann ungefähr noch 2 Wochen, bis es so durchgearbeitet ist. Und dann geht es vielleicht irgendwie so in 3 Monate zum Drucker. Richtig. So, erstmal so viel dazu. Ja, natürlich bin ich darüber im Klaren, dass die Zielgruppe bei Weitem nicht so groß sein wird wie bei dem Buch hier, aber ich denke mir, es wird ausreichen halt eben, weil es gibt natürlich schon Bücher darüber, wie man Bücher schreibt, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, die Dinger sind sofort trocken halt eben und wie man eine Zeitung gründet, da gibt es auch Informationen drüber. Allerdings, die sind scheinbar meistens von irgendwelchen studierten Typen, ja, oder ich will es anders sagen, die Leute, die zum Beispiel hier in der ehemaligen DDR vom Westen gekommen sind, kurz nach der Wende und auch jetzt immer noch ab und zu mal und eine Zeitung gründen wollen, ja, die machen alle auf Vornehmen und auf Qualität und Hochglanz und so weiter. Davon hat in den letzten 20 Jahren nach der Wende nicht ein einziger überlebt. Lediglich 2 kleine Zeitungen, so ähnlich wie ich sie rausgebracht habe, haben bis jetzt überlebt, die aber auch nur regional für eine Stadt waren halt eben. Ne? Die ganzen großen Träume halt eben, ich war von diesen studierten Hanseln da mit Germanistik und Journalistik und so weiter halt eben, ich war, die lernen zwar viel auf ihrer Journalistenschule wahrscheinlich halt eben, ich war, wie man vielleicht ein Komma richtig setzt und eine Satzbildung hinkriegt, was mich im Prinzip so ziemlich am Sonstwurf beigeht halt eben, ich war, weil so wie ich schreibe, ich glaube, da dreht sich jeder anständige Journalist, der kriegt da wahrscheinlich Schreikrämpfe halt eben, aber das spielt ja keine Rolle, Hauptsache die Leute lesen es und es finden das interessant und auch die Themenauswahl. Ne? Und sowas kann man nicht unbedingt aus Büchern lernen, beziehungsweise von Leuten lernen halt eben, nicht wahr, die selbst nicht in der Lage sind, ein einfaches Journal zu gründen oder auch am Leben zu erhalten halt eben. Zumindest nicht so lange, wie ich es gemacht habe. Ich habe ja nach 10 Jahren aufgehört. Allerdings war ich danach auch ziemlich ausgebrannt, aber bin dann auch in Rente gegangen. Deshalb halt eben. Ne? So, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, ich werde euch in den nächsten Monaten nicht mehr so oft auf den Geist gehen. Anfragen könnt ihr immer noch stellen, halt eben, nicht wahr? Aber ich will schauen, dass ich dieses neue Buch fertig bringe und dann könnt ihr das so wie meine anderen Bücher auch erwerben, halt eben, oder auch nicht. Oder wer will, kann sogar, wer jetzt einen Betrieb hat, der überregional tätig ist, könnte sogar bei mir eine Werbung schalten, beziehungsweise ich nenne das anders, ich nenne das Kommentieren einer Produktionsstätte halt eben, nicht wahr, oder einer Dienstleistung. Werbung mache ich ja nicht halt eben, das ist ja pfui, ne, ikit. Aber wie gesagt, ihr werdet etwas weniger von mir jetzt in Zukunft sehen. Wir werden schauen, wenn die ersten Tabakpflanzen in den Beeten sind und angewachsen sind, dann machen wir wieder ein Video darüber halt eben. Oder wenn besondere Anfragen kommen, dann können wir auch da mal eine Ausnahme machen. Aber in den nächsten 2-3 Monaten bin ich erstmal etwas gebunden. Ja, und danach werden wir weitersehen halt eben.
Trotzdem, ich bin noch in der Welt, ich bin noch aktiv halt eben, ja. Und irgendwann mache ich auch in den nächsten Tagen, Wochen mal ein Video über die Zusammenstellung von all dem, was ich in 150 Videos euch gezeigt habe, was man praktisch verwenden kann. Das ist zum Beispiel der handbetriebene Holzspalter oder das Warmwasser vom Dach oder wie macht man kollodiales Silber oder wie baut man sich ein eigenes Stromnetz und eine Solaranlage. Übrigens, apropos Solaranlage, ich habe tatsächlich vor, mir demnächst ein sogenanntes Balkonkraftwerk zu kaufen. Ich habe mal die ganzen Unterlagen studiert von Leuten, nicht von den Firmen, die schreiben dir sowieso immer, wie toll das alles ist und so weiter, sondern von Leuten, die welche gebaut haben und deren Erfahrungswerte. Und das hat sich wunderbar erhöhen. So ein Betonkraftwerk hat sich tatsächlich in der Regel nach 2,5 bis 3 Jahren schon rentiert. Ich gehe jetzt von 600 Watt aus, halt eben, nicht wahr, mit Direkteinspeisung in die Steckdose. Ich habe mich immer bis jetzt dagegen gewehrt, aber ich sehe, dass in meinen Anlagen sehr viel in meinen Batterien gespeichert wird, was ich im Prinzip abends gar nicht ganz verbrauche. Und beim Balkonkraftwerk, aber das ist ein ganz anderes Thema, darüber reden wir das nächste Mal. Ich wollte euch nur kurz Bescheid sagen, in den nächsten kommenden 1,5, 2 Monaten mache ich nicht mehr ganz so viele Videos halt eben, bis mein neues Buch fertig ist, dann können wir wieder voll reinhauen halt eben. Ne? Und dann hat es auch der Tabak wieder mehr gewachsen halt eben, nicht wahr, da wird es wieder interessant. Und für die Typen halt eben, ich war mit Solaranlagen, Silberwasser, kostenloses Wald, Holz aus dem Wald holen und Obst und was alles in meinen Büchern steht, können wir ja später immer noch reden. So, jetzt schleiche ich mich erstmal und auch gemütlich eine Ernte vom letzten Jahr auf. Ungesund, ganz ungesund, völlig ungesund. Naja, gut, alles klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen. Haben wir Samstag, dann haben wir Sonntag. Naja, ich wünsche euch noch ein schönes Weihnachten, halt eben, nicht wahr? Alles klar. Tschüss, euer alter Buchheimer und bleibt mir treu. Denkt daran, ha?